einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Post von Müller. »22.10.2020, herzlich willkommen zur Tageskorrektur mit Hans-Jochen Müller.« »Guten Tag, freut mich sehr.« »Was hast du denn hier dran hängen eigentlich?« »Einen Orden direkt von Bismarck.« Wir sind überall. Das stimmt übrigens, wir sind überall und das zwar, also nicht zwar, sondern mindestens seit heute, denn ganz frisch sind bei uns Bilder eingetroffen, irgendwo aus dem Lande. Und die sehen so aus. In irgendwelchen Elektronikmärkten, auf den Fernsehgeräten, sind wir zu sehen. Und es ist keine Fotomontage, ja? Ich gehe doch vorwärts. Vorwärts, immer! Rückwärts! Hier? Siehst du das? Du auch noch. Naja, also, ne? Es war ja schlecht möglich, die rechte Bildschirmhälfte einfach auszublenden. Ne? Ach, schön, ne? Guck an, vor grünem Gesträuch, toll. Scheint relativ aktuell zu sein. Erstens habe ich oben nicht geschnitten Haare. Und zweitens, dieses gestrüppte Haar ist das hier. Guck an! Wahnsinn! Da hätte es glatt eine Medaille für verdient. So, und dann kommen wir zur wichtigsten Nachricht des Tages. Es gibt so etwas auf stern.de, das nennt sich Berlin hoch 3. Der Falschspan zeigt, es ist wirklich ernst. Für Spahn. Jens Spahn hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er ist Nummer 380763 in Deutschland. Ich wäre da ganz vorsichtig, denn das mit den Nummern, das hatten wir schon mal. Und dass ausgerechnet der Stern das wieder aufnimmt, das halte ich für ziemlich gewagt. Was wirkt wie ein heimtückischer Scherz der Pandemiegeschichte, zeigt vor allem, es kann tatsächlich jeden treffen. Womöglich sogar das gesamte Kabinett. Moment, Moment, Moment. Bereitet man uns hier auf irgendwas vor? Natürlich. Das ist der letzte Hinweis für die Bevölkerung. Du brauchst ihn wirklich nicht mehr. Der rennt die ganze Zeit mit dem Lappen rum. Und er kriegt als erster Corona. Das ist doch eigentlich Humor. Womöglich sogar das gesamte Kabinett. Wir haben heute noch einen Schnipsel, das war das RTL, ja. Da kommen auch noch sehr interessante Aspekte zu diesem Thema zur Sprache. Aber erst einmal weiter zum Thema. Wichtig, Österreich am Staatsfeiertag, 26.10. Ist das so? Ja. Gibt es da was zu feiern bei euch, ja? Ja. Okay. Es ist bei uns im Inland ist das ein bisschen anders, ja? Aber das ist ein anderes Thema. Findet die Demonstration Österreich steht auf statt. Hier zum FB-Event, bitte dringend weiter teilen. Wir haben es zumindest hier über diesen Weg gemacht. Österreich steht auf. Großkundgebung in Wien. Viele Grüße nach Wien. Am Nationalfeiertag am 26.10. 12 bis 13.30 Uhr. Es ist in der Zeit, in der das Corona Mittagspause macht. Bei der Ärztekammer, Weiburgstraße, in Wien. Und 14 bis 17 Uhr am Heldenplatz in Wien. Gibt es in Wien Helden?
Vielleicht wird es ja dann in Wien am 26. ein Platz voller Helden. Ja. So, stellen wir hier das Fähnchen weiter raus. So. Übrigens, ja, wir haben hier, ich glaube, dank, wenn ich es richtig gesehen habe, dank zweier junger Männer, haben wir hier, wie viele in unserem Publikum, etwas bereitgestellt bekommen. Wir können das natürlich so nicht stehen lassen. Ja? Wir reden über deutsche Sprachkultur und deswegen heißt das auch nicht Popcorn, sondern Puffmais. Aber danke. Aber Herr Körner, streich mir. Fußball. 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 Oh, ich bin begeisterter Fußballgänger. Bis 1988 ungefähr. Was warst du? Lokomotive Leipzig? Lok Leipzig, ja. Mhm. Trotzdem schöne Grüße an BSG. Ja. Niemand ist vergessen. Ja, ja. Ich habe zwei von der BSG Chemie bezahlt. Ja, und haben wir Chemiefans hier, ja? Ja! Es sind Chemiefans im Haus, ja? Wir machen aber Schluss an der Stelle, weil das interessiert den Rest des Landes nicht. Es sei denn, es ist ein Auswärtsspiel. Hm? Komplettes Team geht freiwillig in Quarantäne. Also nicht Chemie, sondern Werder Bremen. Ein Profi von Werder Bremen ist positiv auf Covid-19 getestet. Der betroffene Spieler weist keinerlei Symptome auf, teilt der Club mit. Bis zum nächsten Test am Freitag begeben sich alle Spieler, Trainer und das Funktionsteam in eine freiwillige häusliche Quarantäne. Die sind bloß zu faul zum Arbeiten. Ja, Geld gibt's doch trotzdem, oder? Ja. Ja. Habe ich das gezeigt? Nee, hier sehen wir das. Ja, die Frage ist, ob jemand, der am Existenzminimum herumschrammt beim Arbeiten, ja, ob der sich das mal so leisten kann, nebenbei freiwillig in eine Quarantäne zu gehen. Na gut, es wurde, wenn ich das richtig sehe, in bzw. an der Liebig 34 für eine Corona-freie Zone gesorgt, weil ab welcher Temperatur sterben diese hier? Ich schätze bei 40 Grad. Mhm, man hat ein bisschen was draufgelegt, ja. Brandanschlag von Linksextremisten, schreibt die Bild. Schon wieder Alarm in der Liebig 34. Ich freue mich auch über die aktive, also lebensnahe Teilnahme der Nachbarschaft, ja, die jetzt erleben, was dieses Bunte, dieses wir machen einfach das, diese schöne neue Welt, ja, wo Berlin ja führend ist. Das machen wir jetzt und die Nachbarn erleben jetzt, was das heißt. Toll. Das ist so eine Falschmeldung. Wieso? Es gibt keine Linksextremisten. Ach so, Aktivisten. Das sind Rechte. Wenn es brennt, sind Rechte. Hm. Links sind die Lieben, ja, die immer freundlich sind, den Alten die Türen aufhalten. Ja. Aufstehen. Das sind die Linken. Die ihre Betten immer frisch beziehen. Manchmal. Ja. Wenn der Mama da ist. So, kurzer Hinweis auf das neu eingestellte Video. Dein Vortrag von vorgestern. Heute Abend folgen noch ein, zwei Videos, wenn ich sie schaffe. Das war ein interessanter Ansatz. Mangel als Steuerungsmittel. Ja, es war ein bisschen kurz die Zeit. Na, Pause gemacht hast du trotzdem drin. Ich habe es rausschneiden müssen. Ja, Logo. Tja. So, weiter geht's. Belgiens Außenministerin Sophie, wie wird die gesprochen? Wilmès? Oder so ähnlich? Mit ich würde sagen Wilmé. Wilmé? So, Haken drüber. Okay. Mit Covid-19 auf Intensivstation. Meine Frage ist, was machen die beiden denn da? Ich habe ein anderes Denken. Ich denke, der Herr Maas wird mit der Kontakt gehabt haben. Da haben wir es dann auch bald los. Die waren ja zum Treffen in Brüssel. Na gut, wir beobachten das. So, machen die jetzt ihre Kinder zum Außenminister? Ja, na gut.
Ghislaine Maxwells Aussage in einer Klage in Zusammenhang mit den sexuellen Missbrauchsaktivitäten ihres Ex-Freundes Jeffrey Epstein wurde veröffentlicht, sagt Sky News. Das stimmt. Von dem Maxwell-Protokoll kommt jeden Tag was Neues dazu. Aber scheibchenweise. Die Leute müssen das langsam kauen, damit sie begreifen, von welchem Gesindel sie reagiert werden. Ja, nein, das Volk war das Pakt, das haben wir gelernt. Ja? Das ist ja bei, noch bei dem, wer ist da, das ist schon lange weg, der Führer. Der Gabriel war das, ja? Wo ist denn der eigentlich, was macht denn der? Im Bergwerk. Mit dem Hämmerchen? Ja. So, was haben wir noch? Mitmach- und Vernetzungsgruppen, coronawiderstand.org. Wir zeigen das zwar, aber es ist nicht die Lösung oder die Wurzel des Problems. Das Problem heißt Souveränität. Ui. So, er kommt von seiner Geburt her noch aus einer Zeit vor der Inlandssouveränität. Heino. Seit jetzt... Hat nicht gezündet, das Ding. Ja, aber er ist halt nicht mehr der Jüngste, das wollte ich damit sagen. Ist aber nach wie vor aktiv. Denn über ihn steht rassistische Songtexte, Fragezeichen. Warum Heino weiter vom Zigeunerleben singen will. Oh. Alles verbieten. Zigeuner verhauen. Zigeuner Begräbnis. Das sind alles Musiken. Alles verbieten. Wie nennt man das denn? Auswärtige Musik. Wie nennt sich das? Was hat der Berliner Typus da gesagt von der Verwaltung? Wie nennt man das jetzt? Irgendwas ohne deutsche Staatsbürgerschaft, hat es gesagt. Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist aber bei Zigeunern nicht der Fall. Es gibt deutsche Zigeuner. Ja? So. Dann ist auch das rassistisch. Ja? Wir kommen einfach an den Problemen, die uns hingestellt werden, nicht vorbei. Ich habe Freunde in Prag, die sind Zigeuner. Spielen herrlich Gitarre, da schnallst du ab. Steuereinnahmen im September um 12,8% eingebrochen. Das ist laut Eckhard Göring ungefähr die Hälfte. Ja. Naja, wir haben ja gesagt, das, was die als Steuereinkommen genommen haben, wenn sie da die Hälfte kriegen, können sie zufrieden sein. Na, keiner hat was gesagt. Ich habe das schön hingestellt. Kann man gar nicht lesen, es muss hier hin. So. Damit steht auch der Puffmeister bei mir. Ah. Ich esse sowas nicht. Strom- und Erdgaspreise im ersten Halbjahr gestiegen, 31,94 Cent je Kilowattstunde. Da müssten wir doch langsam Stromweltmeister sein. Ne? Ist noch irgendwo teurer als hier? Wir sparen seit 40 Jahren, glaube ich, Energie, Strom. Mhm. Und es ist doppelt so teuer, dreimal so teuer wie vor 40 Jahren. Haben wir zu viel gespart? Ja. Haben Sie viel gespart? Willst du mein Mikrofon haben? Warte mal, kannst du mal drüben liegen, zwei Batterien drauf, da oben, die brauche ich glaube ich mal. Da oben, oben drauf. Das ist nur für hier, zu Hause kann man uns trotzdem hören. Doch nicht durchgehalten. Zwei Batterien würden reichen. Da oben drauf liegen welche. So, du hast was zum Strom gesagt. Ja. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Das reicht, was ich gesagt habe. Strom sparen, der kostet bald 80 Cent. So, wir haben, soweit ich weiß, irgendwie mit den teuersten Strom überhaupt. So. Wegen da dieser Energie. Der ist besonders gut. Ja? Ja, ja. Diese grüne Energie, die wir da haben. Gut, Infektion im Kabinett, Sorge nach Spahns Corona-Test. Kabinett muss nicht in Quarantäne, das schreibt Epoch Times. Aber wir erinnern an den Gedanken, der vorhin ausgesprochen wurde, der da heißt, nicht, dass es bald das ganze Kabinett betrifft. Ja. Wenn im normalen Volk einer von 10 oder 20
Corona hat, gehen die alle in Quarantäne. Warum ist denn das dort nicht so? Die haben besondere Immunitäten. Das ist sogar gesetzlich festgeschrieben. Muss sich jeder dran halten. Ja. Project Veritas, Google Manager vor versteckter Kamera, politische Zensur zugegeben. Zeitgerecht zur Einleitung eines groß angelegten Kartellverfahrens gegen Google hat das Project Veritas Aufnahmen mit versteckter Kamera präsentiert. Dabei werden Manager des Konzerns dokumentiert, wie sie sich zur politischer Zensur und Begünstigung bekennen. Da muss der Praktikant nochmal ran, aber die Idee ist damit, oder der Kernfakt ist damit klar. Ach, zu politisch, Entschuldigung. Ja. Mein Fehler. Was ist heute Donnerstag? He? Heute ist Donnerstag? Morgen wird es verhandelt vom Senat. 22. Oktober 2020, von heute ist die Nachricht. Das heißt. Nächste Woche endet die Zensur. Ein technischer Account Manager bei Google Marketing namens Aziano Amaduzzi wurde mit der Äußerung wie jener dokumentiert, dass Google demokratischen Parteien kostenlose Werbeangebote offerieren kann. Gleichzeitig sei der Konzern in der Lage, Nachrichten aus Suchmaschinen herauszufiltern, um unerwünschte Ansichten zu unterdrücken. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, fügte Amaduzzi unter augenscheinlicher Bezugnahme auf Google hinzu. Auf Nachfrage erklärte er, dass es das Trust and Safety Team von Google sei, das sich um solche Angelegenheiten kümmert. Also die für quasi die Ordnung und Sicherheit zuständig sind in der Firma. Das ist wie bei der BAD. Ja? Das sind die, die laut Aussage unerwünschte Ansichten unterdrücken können und dafür offensichtlich auch zuständig sind. Parallel, nicht wundern. Ungleich. Mehrheit bei Trust and Safety steht hier gleich als nächstes. Ist extrem links. Damit ist auch klar, wen die Zensurschere trifft. Auf dieser freien neuen Welt, die es da jetzt gibt. Und das finden die Linken gut. Ja. Das heißt, wenn morgen verhandelt wird, ist übermorgen Schluss mit der Zensurschere? Nur auf jeden Fall kommt jetzt ein Gesetz, das der Google-Konzern zerschlägt. Mit wem hat es heute den Oliver Jahr nicht erwischt? Was hat denn der Schlechtes schon wieder gemacht? Den haben sie den Kanal weggenommen, richtig? Okay. YouTube, ja. No? Da sind wir bald dran. Der Kanal ist zu. So, ich bin kein Arzt. Maske bei Kindern, hier geht es wohl um Flüssigkeit, die aufgrund der Rückatmung in den Totraum eindringt. Totraum sind die Anteile des Atemwegstraktes, die nicht am Austausch Sauerstoff und Kohlendioxid teilnimmt. Also das ist der Totraum. Ja, eine Maske vergrößert den Totraum künstlich, da abgeatmete Luft in der Maske teilweise angehalten wieder eingeatmet wird. Kinder haben einen höheren Sauerstoffbedarf, je nach Permeabilität. Art und Volumen der Maske kann diese Effekt stärker bzw. schwächer auftreten. Es geht also hier darum, wie viel Frischluft reinkommt. Ich würde wichtig war nur, bei Erwachsenen sind es 18% weniger Luft, die du atmest, bei Kindern sind größeren Kindern 61. 32. Bei kleinen 61. Und bei kleinen, die kriegen fast keine Frischluft mehr. Ist aber nicht so schlimm. Dafür haben wir auch Belege, zeigen wir gleich. Ich hoffe, ich habe das hier gleich irgendwo hinten dran. Sonst muss ich mal kurz spulen, um das passende Bild zu finden, weil es wirklich unfassbar ist, dass solche Bilder hier, also das aus meiner Sicht, haut das wirklich dem Fass den Boden aus. Das ist vom Twitter-Kanal Ärzte für Aufklärung und vor knapp einem Tag eingestellt. Hier steht 20 Stunden zu sehen ist. Ist das schon Schule? Ja, ne? Dafür sind die alt genug. Irgendein Projekt, auf Sand stehen da die Kinder mit einer Schippe und einem Schild, was man nicht lesen kann, weil die Auflösung des Bildes so schlecht ist.
Die Kinder stehen alle mit Maske da. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich mich nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Erwachsene auf dem Bild. Die Kinder alle mit Maske. Eine Dame hinten rechts mit Maske. Der Rest steht ohne. Die interessiert das einfach nicht. Wenn die armen Kleinen natürlich Maske tragen müssen. Also entweder sind die großen Kleinen da, ja, sind die Intellektuellen nicht in der Lage zu erfassen, was ihr Dienstherr ja in dem Fall wahrscheinlich ihnen auferlegt, oder sind Corona-Leugner. Oder ansonsten steht die Frage, wenn es für sie selber nicht gilt, wieso müssen die Kinder das tragen? Da gibt es doch extra schon Erhebungen, die sagen, die Kinder sind gar nicht die Verteiler der Viren. Das war schon nachgewiesen von WHO. So. Lauter grinsende Menschen, denen völlig egal ist, wie es den Kleinen da vorne geht. 21. Jahrhundert. Ich habe es gar nicht eingeblendet, Entschuldigung, hier ist es. Jetzt habe ich mich aufgeregt und habe das Bild vergessen. Da ist es. Lassen wir mal noch eine Sekunde stehen, damit es alle nachvollziehen können. Und man sieht auch, wie freudvoll die Kinder sind. Das schreit förmlich nach Spaß. Es tut weh. Davon ausgehend, dass das aber eine Lehreinrichtung des Inlandes ist, ist es eben das, was charakterlich auch von den Großen an die Kleinen übertragen wird. Ja, macht euch keine Sorgen über die Zukunft des Landes. So, wer hat denn das gelesen? Darum fällt das Dschungelcamp wirklich aus? Was mit den Promi-Gästen, mit den Promi-Verträgen passiert? Alle Hintergründe zum TV-Hammer? Ich weiß es nicht, aber es fällt offensichtlich aus. Soll ich wissen, was das ist? Ist das Dschungelcamp Hotspot? Ich weiß es nicht. Ich habe nur die Grafik bekommen. Ich dachte, du bist auf dem Laufenden. Es ist die wichtigste Sendung im deutschsprachigen Raum. Guck mal, Leo. Wo ist das im Dschungel? In Kreuzberg, oder? Ich fahre die zum Drehen. Das Ding wird in Australien, glaube ich, produziert, oder? Ja. So, damit sich die Z-Promis wenigstens einmal den Flug dahin leisten können. So, ab hier gilt Maskenpflicht, Corona-Lockdown, Sammelklage im Berchtesgadener Land. Die wollen sich das irgendwie nicht bieten lassen. Mit einem Eilantrag bereiten Gewerbetreibende aus Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel im Berchtesgadener Land eine Sammelklage gegen die neue Allgemeinverfügung des Landratsamtes vor. Sie wollen damit auch künftige Lockdowns verhindern. Tata. Wir sind aber wieder bei dem Punkt, mal angenommen, dieses Problem wird gelöst. Wo kommt das nächste Problem her? Klima steht schon neben drüber. Ja. Kein Freisitz ab nächsten Sommer da draußen, ja, weil durch das Sitzen in der Sonne zusätzliche CO2-Belastung durch das Ausatmen entsteht. Das ist nur durch das Tragen einer Maske zu kompensieren. Ja, ich sag nur, der Grund ist doch egal, da brauchen wir nur was zu konstruieren. Es stand doch in der Zeitung Corona erst ab 1,50 Meter Höhe und die Leute haben es auch geglaubt. Nur weil es so unbequem ist, haben sich nicht dran gehalten, auf vier Füßen zu laufen. Das wird doch viel einfacher gelöst. Du kriegst dann die Genehmigung und einen Gutschein, in der Stunde 12 Mal zu atmen. Das wird es bei dir aber knapp. Ne? Mich geht das nicht gelang. Ich gehe dann im Wald. Und da fragt mich niemand. Fenster zu oder Schule zu? Schreibt Focus Online, Fenster zu oder Schule zu? Das Dauerlüften im Winter ist kein Corona-Konzept. Gibt es etwa Widerworte? Also ich denke ja, wenn aus dem Politbüro, ja, irgendetwas kommt zum Thema, wie wir uns verhalten sollen, dann ist das erstklassig durchdacht, von Experten erstellt
und bedarf nur noch der willigen Hingabe der Bevölkerung in totaler Form, damit die Gefahren abgewendet werden können. Im Winter gefällt mir das, da möchte ich gerne mal zukommen. Du atmest Feuchtigkeit aus, die bleibt in dem Ding hängen. Und dann kommt Windzug, minus 30 Grad, haben wir es gelöst. Aber Merkel überlebt, macht dir da keine Gedanken. Für den nächsten Clip garantieren wir, dass wir nicht zu weit spulen und nicht zu weit laufen lassen. Es ist vorrangig für Erwachsene. Dann ich komme von hier rein. Ich kann da liegen. Da haben wir ein bisschen Probleme. Ich habe es einfach vor der Nase weg verkauft worden, dass ich hier bald weggehe. Jetzt erfahre ich zum ersten Mal unangenehm konkret, wie Frauen wie Livia bei dieser Arbeit auf einzelne Körperteile reduziert werden. An dieser Stelle stoppen wir lieber mal. Die Frau legt sich gerade an einer Plastikscheibe, die unten einen Ausschnitt hat, mit einer Art Gummischurz, legt sie sich so weit nach vorne, wie Bein und Unterleib hineinpassen. Und dann wird die Tätigkeit, für die dieses Stoßlüften gebraucht wird, gegen Entrichtung eines Obolus ausgeführt. Oh Gott, oh Gott. Die Frage ist nur... Ich freue mich über, also habt ihr das jetzt gesehen irgendwie, da wie das aussieht? Ich finde ja dieses stimulierende Ambiente so wertvoll. Kerzenschein, traute Zweisamkeit, Zärtlichkeiten und Maske. Oh Gott, nee. Das kann auch in Deutschland sein, ne? Ja. Dann ist heute ein Knaller gekommen. Da habe ich echt geschaut, dass der nächste Stuhl in der Nähe ist. Ashton Kutcher hat vor dem Hintergrund gegen Kindesmissbrauch zu kämpfen, so zumindest ist die Aussage, Saskia Esken kontaktiert. Jetzt in kritischer Form oder in anfeuernder Form? Das ist so ein Schauspieler. Ne? Ja. Ich würde gerne die Gelegenheit haben, mit Ihnen über die Auswirkungen Ihrer Position beim EU-Kommunikationskodex in Bezug auf die Privatsphäre missbrauchter Kinder zu sprechen. Bitte schicken Sie mir eine Privatnachricht, schrieb er. Komme ich nicht klar mit. Ich verstehe es nicht. Aber in Two and a Half Men hat er sich nicht so kompliziert ausgedrückt, oder? Ich weiß, wer der Herr Esken ist, aber das andere weiß ich nicht. RT, ich weiß, es ist eine Nachricht, die wird jetzt nicht so gerne gesehen. Teilnehmer stirbt bei Test von Corona-Impfstoff des europäischen Pharmakonzerns AstraZeneca. Habe ich schnell genug vorgelesen? Ja. Hat er sich der Spahn nicht impfen lassen? Warum haben eigentlich die Politiker an diesem Test nicht teilgenommen? Erst danach. Erst wird der Testmann umgebracht, dann das Volk und zuletzt die Politiker. Es muss ja jemand regieren bis zum Ende, ja? Ex-AWO-Chef Richter. Also AWO ist doch diese Arbeiterwohlfahrt. Arbeiterwohlfahrt, das Gegenteil ist immer der Fall. Das heißt, die kümmern sich um das Wohl der arbeitenden Bevölkerung. Nein, das Wohl der, die bei AWO arbeiten. Also wie bei der Gewerkschaft? Angestellte Arbeiterwohlfahrt. Wie bei der Gewerkschaft. Hat sich ein schönes Gehalt gegeben.
306.000 Euro im Jahr. Nein, das wird mehr sein. Hier steht, muss auf 306.000 Euro im Jahr verzichten. Da wird aber noch was, da ist noch was übrig. Oder? Was anderes wird er noch kriegen. Er wollte Löhne fortgezahlt haben. Ist das der Dicke da? Mhm. Oh mein. Er ist auf einem Bild zu sehen, wo im Hintergrund steht, von den Suppenküchen zu den Seniorenrestaurants, tippe ich mal, was da drauf steht. Na? Der ehemalige Frankfurter AWO wird das ja gesprochen, ne? AWO-Chef Jürgen Richter ist mit einer Klage auf Lohnfortzahlung gescheitert. Sein Anwalt hatte die Forderung mit exzellenter Managementleistung begründet. Ja. Das kann ich aber nicht glauben, weil das kann ja nicht jeder, das kann nur bei uns die Politik. Also die da sind, die leisten wirklich exzellente Arbeit. Das müsste SPD nah sein, die aber. Wenn man sich jetzt. So, jetzt kommen wir zu dem vorhin angedeuteten Schnipsel. Das ist RTL. Und jetzt ist es wichtig, denn der Mann, der hier gleich zu sehen ist, ist RTL-Politikchef Nikolaus Blome. Das heißt, der arbeitet bei RTL, hat dort eine Führungsposition zu dem Thema Politik und damit ja augenscheinlich sehr wohl Einfluss auf den Inhalt des Programms oder auf den Charakter dessen, was gezeigt und gemacht wird. Und unter diesen Vorworten hören und schauen wir mal in folgenden Clip hinein. Wenn man sich jetzt die Bilder vom Wochenende anschaut, sieht es ja nicht gerade so aus, als hätte Merkels Appell gefruchtet. Wie geht es denn jetzt konkret weiter? An welchem Zeitpunkt wird die Kanzlerin richtig durchgreifen müssen? Ja, das mit dem Durchgreifen ist so eine Sache in einem föderalen Staat, wo der Bund seine Kompetenzen hat, Frau Merkel also, und die Länder beim Gesundheitsschutz ganz viel mehr Kompetenzen haben und das eigentlich zu regeln haben. Ich glaube, in den nächsten Tagen wird es nochmal sich verschärfen. Und es geht ja nicht um die 80% ungefähr, die sich klaglos mehr oder minder an die Regeln halten, sondern an die 15% vielleicht oder 20%, die das nicht tun. Bis hierhin ganz kurz. Wir machen gleich weiter, da kommt noch mehr dazu. 15-20% bei 80 Millionen. 12 Millionen. Laut Eckhard Göring ungefähr 6.000. Also 20% ist mehr, als so manche Partei im Bundestag an Wahlquote hat. Alle. Nur die CDU hat, glaube ich, mehr. Wir können auch 15% sagen. Ist in den Größenordnungen ist das irrelevant. Es geht um mehrere Millionen Menschen in diesem Land. Und jetzt geht's weiter. Und ich weiß auch nicht genau, wie man denen so viel Schrecken einjagen kann, dass sie sich daran halten. Aber es wird sicherlich in den nächsten Tagen immer öfter und immer deutlicher von einem zweiten Lockdown die Rede sein. Denn das könnte die Leute wirklich beeindrucken, auch die letzten 15%. Und was? Ja. Gut. Dafür sind also diese Medien da, dass die verbleibenden Millionen Menschen im Land, die innerhalb dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das ist ja, ne, das, was wir leben, das Beste, was wir jemals hatten, in der ja auch die jungen Menschen durch Schule, Ausbildung und soziales Umfeld geprägt werden, wertvolle Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Und relevante Teile dieser Bevölkerung, die anders denken, sagen, das ist irgendwie nicht so meins, werden dann durch das Fernsehen. Ich kann mir ohne weiteres vorstellen, dass der mal 10 Jahre ins Gefängnis geht. Da gelten sogar deine, wie heißen die Dinger, gültig. Das Recht. Gültige. Nicht gültig. Gültig sowieso, aber gelten das. Das ist Volksverhetzung. Sie geben damit offen zu, dass Sie Ihr Fernsehprogramm nutzen, um politisch gewollte Ziele umzusetzen. Mit Schrecken. Mit Angst. Durch das Mittel von Angst und Schrecken. Richtig. Danke für dieses Interview, Nikolaus Blome. Es wird wohl nicht vergessen werden.
In welcher Welt leben die eigentlich? Immer noch NWÖ. So, schon wieder ist das Esken im Spiel. Ja, verdaut das mal. Ja? Das ist unglaublich. Netzpolitik.org. Bundesregierung beschließt Staatstrojaner für alle Geheimdienste. Finde ich aber super. Ja, weil mit so einem Staatstrojaner kannst du auch die Geheimdienste super aushorchen. Kommt nicht an. Ich dachte, ich bin witzig, aber nein. Alle 19 Geheimdienste von Bund und Ländern dürfen demnächst heimlich Geräte hacken. Wieso denn demnächst? Die Nummer läuft schon, das wissen wir. So, sind die hier blöd in der Zeitung oder was bedeutet das? Seit Anfang an, seit 45 wird abgehört und jeder. Ja. Diese ganzen Telefongeschichten und so weiter, da gibt es Vereinbarungen auf Ebenen, brauche ich gar nicht sagen. Läuft schon lange. Lange hatte die SPD Bauchschmerzen, dann hätte die SPD vielleicht mal ins Bett, ja, müssen mit ein paar Wagen wickeln. Jetzt ist sie umgekippt. Auch die Vorsitzende Saskia Esken war dagegen. Jetzt trägt sie den Kompromiss mit. Wir hatten uns beim letzten, wann war das gestern, beim Seminar unterhalten, ja, drei Schritte vor, ein zurück, drei vor, ein zurück. Jetzt ist es soweit. Die suggerieren wieder, als ob die was Unterschiedliches wollten, aber ja. Notgedrungen. Müssen sie da. Also wirklich mal. Das ist ja nicht freiwillig. Ja? Nee. Auch die Steuererhöhung. Leider haben wir auf 19% war ja nicht freiwillig. Nee, wir mussten. Ja. So, hab ich denn. Hier. Das, also schon allein das Vorhaben ist preis- und rekordverdächtig zugleich. Das gefällt mir. Die Frage ist nur, was wird zu sehen sein in dem Dokumentarfilm / Lebenskrimi RTL? Das ist der Sender, dessen Politikchef wir gerade gezeigt haben. RTL verfilmt Angela Merkels Leben. Dieser 30-Sekünder wird... Du hast doch gerade vorgelesen, die wollen uns erschrecken. Ja. Und das wollen sie tun. Oh, warte mal, die guckt doch jetzt klug. Ist die so klug, wie sie guckt? Nein, sie kaut wieder am Fingernagel. Das ist, ach ja. Ja. Sprengstoffalarm in Berlin und wieder schweigen die Behörden über die Anschlagsserie auf Kunstschätze auf der Museumsinsel, hüllten die Ermittler wochenlang den Mantel des Schweigens. Und jetzt auch noch dieser Fall. Ein Deutscher mit armenischen Wurzeln. Was ist das? Ja, das ist ein Eingereister, der hat einen Pass gekriegt und der Gauland hat gesagt, wer einen Pass hat, einen Pass von der Bundesrepublik Deutschland, der ist Deutscher. Nee, ist er ja nicht. Er ist ein gebildeter, nicht gebildeter, willkommener, der BRD. Hat nichts mit Deutsch zu tun. Ja, mit Deutsch schon, aber nichts mit dem Rechtsbegriff des Deutschen als solchen. Ja, okay. Ja. Das denkst du, was für Leute uns zuschauen? Ja? Wenn Punkt und Komma nicht stimmen, gibt es wieder Beschwerdebriefe. Also Deutscher ist einer, der aus den Kolonien kommt. Interessant ist ja zumindest, dass die BZ schreibt, dass es ein Deutscher mit armenischen Wurzeln ist. Man hätte nämlich auch sagen können, ein Deutscher, und damit hätten die Massen geglaubt, der Michel war es wieder, hortete in seiner Wohnung mehrere hundert Kilogramm Chemikalien. Es gab Sprengstoffalarm. Vielleicht wollte der auch nur renovieren, das weiß ich nicht. Ich habe in meiner Wohnung auch schon 100 Kilo Chemikalien gehabt. Wann war das? Briketts. Oh, Briketts? Ja. Das sind Chemikalien. Für Pyrolyse. So, wir haben noch so einen Corona-Leugner eingefangen. Es ist wirklich unglaublich, was sich da draußen zuträgt. Ärztepräsident zweifelt an Alltagsmasken. Für Lauterbach
Ein Rücktrittsgrund. Wie soll ich denn die nur alle auseinanderhalten? Was gibt es denn da alles? Wir machen es einfach für dich. Ohne Fliege, Corona-Leugner, mit Fliege, der Rest. Ist das der Tierarzt? Nee. Das hier ist der Ärztepräsident Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Das sind die, die Ärger machen, wenn irgendwelche Ärzte jetzt diese Atteste ausstellen. Die entziehen die Akkrobation, das ist klar. Das macht aber nicht freiwillig. Naja, ich meine, man kann ja nicht für alles verantwortlich sein, ne? Er ist zuständig. Zuständig, aber nicht verantwortlich. Gut, wir müssen irgendwie ins Kaiserreich, sonst komme ich durcheinander. Snowden erhält unbefristeten Aufenthalt in Russland. Seit 2013 lebt der US-Whistleblower Snowden im russischen Exil. In seiner Heimat drohen ihm lange Haftstrafen. Nun hat er, seinem Anwalt zufolge, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Russland erhalten. Ist nicht wichtig. Naja, finde ich schon. Der kann jetzt nach Sibirien sich dort ein Holzhäuschen bauen. Das können wir auch. Wenn ich jünger wäre, würde ich es machen. Du kriegst einen Hektar geschenkt von. Ja, es gibt. Ups. Jetzt bin ich da noch Unordnung rein. Das ist dir jetzt alles. Das können wir in 12 Tagen machen. Es gibt, ich rufe das mal auf, weil mir das gerade einfällt, wenn du sagst, ja, es gibt Leute, die machen das. Es gibt einen Kanal, der nennt sich Survival Russia. Kennt den jemand? Das ist ein Deutscher, der das macht. Der ist also, ich blende das mal ein, ja, tatsächlich dort, macht dort lustige Sachen. Der zeigt also ja auch, wie man campen kann und was man im Wald also machen kann, wie Feuer funktioniert. Ja, das ist alles ein bisschen rustikaler dort. Und zum Teil wertvolle Tipps. Ich habe da über die Jahre, in den vergangenen Jahren, habe ich immer wieder reingeschaut und fand das ziemlich spannend. Kann man sich mal anschauen. Der ist wirklich fit, der Mann. Und der ist also nach Russland gegangen, ist da auch in diesem Vegetationsgebiet, das du nennst, unterwegs und zeigt, wie man da überleben kann. Spannend. So, neue Corona-Schutzverordnung für Sachsen am Sonnabend. Sachsens Gesundheitsministerende Köpping stellt die neue Verordnung auf einer Pressekonferenz vor. Hat jemand mal reingeschaut? Ja. Ich nicht. Und was passiert? Ja, alle Hand. Viel zu lesen. Dann lies mal. So, ab einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Feiern im öffentlichen und privaten Raum werden ausschließlich mit Familien und Freunden und nur noch mit bis zu 10 Personen erlaubt. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung muss in öffentlich zugänglichen Räumen mit regelmäßigem Publikumsverkehr durch Landkreise und kreisfreie Städte angeordnet werden. Schank- und Speisewirtschaften müssen bereits ab 22 Uhr schließen. Ebenso ist die Abgabe von Alkohol ab dieser Zeit untersagt. Das heißt, du kannst auch nicht mal mehr aufs Klo gehen, wenn du nicht eingeladen hast, weil du gibst dir Alkohol ab. Ja. Prostitutionsstätten werden geschlossen. Das ist gefährlich. Veranstaltungen dürfen nur noch mit maximal 100 Teilnehmern stattfinden. Ausnahmen kann das Gesundheitsamt zulassen. Und so weiter und so fort. Wie war das mit den Regeln, dass wer sich gesundheitlich beeinträchtigt sieht, keine Maske tragen muss? Das zählt nicht, ne? Das heißt Verfassungsgericht. Ja, das ist jetzt aber, ne? Mal ganz ehrlich, du kannst doch den Leuten nicht den Spaß verderben hier. Na, was denn, darfst du denn nur noch hin und her reisen? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Kann auch jeder selber nachschauen. Ja, wir können uns jetzt nicht alleine mit Sachsen aufhalten. Gut. Kommt immer der Vorwurf, ja, dass wir uns mit Sachsen kümmern. Ein Spruch ist durchs Netz gegangen.
der da heißt, es gibt einen Virus auf der Welt, der 8500 Kinder am Tag tötet. Er heißt Hunger. Es gibt ein Heilmittel namens Essen, aber niemand redet darüber. Ich frage mich, warum. Das kann ich muss wegtun, weil das stört die Kommunikation der CDU, SPD und so weiter mit dem deutschen Volk. Wir müssen die Eier holen und dann kriegen sie was zu essen. Und nicht andersrum. Nicht andersrum? Nein, das wäre zu billig. So, was habe ich? Wo ist denn? Ich hatte doch auch den Steinler heute vorbereitet. Nicht, dass ich den noch übersehe. Thomas Treppner haben wir nochmal. Russische Beziehung erfolgreich zerstört. Maß für Kreml ein Lügner. Gut gemacht hat er das. Bitte anhören. Bitte anhören aus dem Grund, weil wichtig ist zu verstehen, A, also wir haben ja auch etwas davon sichtbar gemacht, auch dieses russisch-amerikanische Verhältnis haben wir durch die Interviews mit Fjodorow ein bisschen sichtbar machen können. Und wir sind wieder an dem Punkt, dass es Verhärtungen gibt auf politischer Ebene, die in Bereiche hineinführen, wo wir ja mal gelernt haben, wir dürfen als die Geschichte, die wir mit uns tragen oder mit der Geschichte, die wir mit uns tragen, wir dürfen nie wieder böse zu jemandem sein. Das ist verboten sogar nach Chefgesetzen und SMAD. Der hat das gemacht. Das geht darauf wunderbar ein. Ja. Die Pressesprecherin des Außenministeriums hat dazu eine Rede gehalten. Hier ist er. Wir hören mal kurz rein in die letzte öffentliche Rede aus aktueller Sicht von Erich Honecker. Und wahr, nicht wahr? Überholen, ohne einzuholen. Jawohl. Und ohne den Heldenmut meiner Angela Merkel, die Aktivistin der letzten Stunde, hätten wir niemals den Kapitalismus aus den Angeln heben können, Angela. Und das, bitteschön, ja, auf eigenem Terrain, das muss uns erst einmal einer nachmachen. Durch ihr ausgezeichnetes Studium an der Lomonosow-Universität reifte unsere Angela zu einer 1000-prozentigen Freundschaftsratsvorsitzenden heran. Zuständig für Agitation und Propaganda. Sie lehre hoch, 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 unsere Angela. Unsere Angela. Er fängt an mit Genossen Bundesbürger. Genossen Bundesbürger? Mhm. So, ist der Kanal. Ja, hier ist es auf einem anderen Kanal gelandet, aber ich wette, beim Uwe Steimel ist es auch selber auf dem Kanal. Es ist aber schon ein bisschen älter, es ist schon vom Mai, trotzdem lustig. Das hat Maaßen getwittert. Ja? Ja. Der guckt sowas, da ist aber hart an der Grenze. Ja, es bewegt sich was. So, wir haben erzählt, dass Werder Bremen, das gesamte Team, freiwillig in Quarantäne gegangen ist. Die charakterliche Prägung von unseren Spitzenpolitikerinnen ist durchaus anders. Die Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, beendet freiwillig ihre Blitzquarantäne. Oh, es ist eine Blitzquarantäne. Sie beendet freiwillige Blitzquarantäne. Irgendjemand da im eigenen Ministerium ist also getestet worden. Am Dienstag war bekannt geworden, dass es in der Staatskanzlei einen Corona-Fall gibt. 6 Mitarbeiter, die direkten Kontakt zu der mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, mussten daraufhin in Quarantäne. Der gerade stattfindende MV-Gipfel zu den Verschärfungen der Maßnahme gegen die Ausbreitung des Virus im Land wurde daraufhin unterbrochen und die Ministerpräsidentin erklärte, ihre Arbeit zu Hause bis auf Weiteres fortsetzen zu wollen. Mhm. Jetzt doch nicht. Nicht wertvoll, ja?
Die Frage ist doch aber nur, wenn sie alle ihre Masken tragen und die Auflagen einhalten, die sie selbst errichten, wieso passiert denn sowas? Denn hier heißt es, beim Spahn trägt Maske, hat trotzdem Corona. Wenn du den ganzen Tag Corona im Mund hast, bleibt das irgendwann dein Körper. Und dann macht er dir Corona. Wie lange hat er denn jetzt Quarantäne? Seit wann ist das? 2 Tage? Ich glaube 10 Tage oder so. Also wenn er Corona hat, der hat ja Corona. Da ist er natürlich schwer krank. Geht jetzt zur Generalreparatur. Was haben wir noch als Nachricht? Ach, jemand hatte geschrieben, ich weiß nicht, ob das so ist, weil wir kennen das aus früheren Zeiten, wo das immer mal sich verändert hat. Irgendwann hat geschrieben, ist die Firma Regierung der Bundesrepublik Deutschland, ehemals DONNS-Nummer, sowieso nicht mehr im UPIC-Verzeichnis gelistet ist. Weiß ich nicht, ob das jetzt relevant ist. Wir hatten ja mal mitgeteilt, dass wir interessante Vorgänge dazu festgestellt haben, dass das aufgrund der IP, mit der man das abruft, durchaus nicht findbar ist, dass das aus mit einer IP-Adresse aus dem Inland eben nicht sichtbar ist, während du, wenn du von Italien aus die Information abrufst, die sehr wohl sichtbar ist. Also wir vollziehen das jetzt nach. Ist auch nicht wirklich wichtig, denn die Lage dazu, was das Konstrukt im Inland ist, wird nun mehr und mehr Leuten klar. Und der Einzelfakt als solches, ob das jetzt so noch zu sehen ist, spielt keine Rolle. Es ist millionenfach dokumentiert. Viele, viele Leute haben das in die Verwaltung geschickt und die Verwaltung hat gesagt, na, wie wir da eingetragen wurden, das wissen wir auch nicht. Ne? Aber wenn das hier irgendwie in so ein Wirtschaftsdings eingetragen ist, das muss ja auch. Ne? Man muss ja auch irgendwie mal Toilettenpapier oder Stifte einkaufen. Deswegen steht man in sowas drin. Ja. Tja. Die Qualität der Auskunft spielt gar keine Rolle. Wenn die Leute dann danach nach Hause gehen und sagen, nur dann ist es eben so, kannst du denen eben auch erzählen, was du willst, weil es hat ja keine Konsequenzen. So. Oh, das ist relativ frisch und von Lion Media. Hunter Bidens Business Partner bestätigt, dass, wie soll man sagen, hier geht es um Bestechungsgelder aus China. Hunter Bidens Geschäftspartner hat bestätigt, dass die Bidens Bestechungsgelder aus China angenommen haben. Naja, ich sag mal so, ne? Wenn der Vater das noch hinkriegt, das alles auf den Sohn abzuwälzen, es reicht doch, wenn einer irgendwie an der Spritze landet, dann kann Papa noch Präsident werden. Ich glaube nicht an Wahlen. Was wir dabei auch nicht außer Acht lassen dürfen, ist, dass diese Spitze der politischen, ich sag mal jetzt nicht Führung, sondern Ebene im Land, ja, also die Demokraten auf höchster Ebene in den USA zum Beispiel, dass es ja nicht so ist, dass die nichts wissen von dem, was die anderen in dem Bereich machen. Das heißt, wenn die Hunters unterwegs, die Bidens unterwegs gewesen sind in den letzten Jahren zum Thema Ukraine und so weiter, wird sehr wohl anderen klar sein, was da gelaufen ist. Die, unter Umständen waren sie vielleicht beteiligt oder mindestens Wissende. Das steht jetzt schon in der Zeitung, ist im Fernsehen. Also wenn man das außerhalb des Gefängnisses überlebt, dann staune ich. Es geht ja nicht nur um China, es geht um Ukraine, um Iran. Ist das tatsächlich von dem Mario Prass? Ich hoffe sehr. Wir lesen es mal vor. Vielleicht bekommen wir vom selben Kanal noch, wo es her ist, die Bestätigung, dass es der Sprachexperte schlechthin ist, von dem es kommt. Der macht jede Woche Gedicht. Macht er? Dann wird es wohl von ihm sein. Ich lese mal vor. Der Lauf
aufs eigene Volk gerichtet, die Wand in Volkes Rücken. Davon wird nicht berichtet, wenn sie den Abzug drücken. Ich sehe mich nicht verpflichtet, gehorsam mich zu bücken. Seid auch ihr darauf erpichtet, Wahrheit ins rechte Licht zu rücken. Wer stur nur den Befehl verrichtet, seine Seele teilt in tausend Stücken, wird dafür gut belohnet, Wahrheit zu unterdrücken. Dass Lüge sich nicht lichtet, Angst werden eure Krücken. Auf Freiheit wird dann auch verzichtet, uns alle wird es bald erdrücken. Drum für die Freiheit euch erhebet, sonst spürst du bald die Wand im Rücken, wenn ihr euch nur ergebet, stirbt Wahrheit und Freiheit beim letzten Abzug drücken. Ich habe noch eine Wette laufen mit ihm. Bin ich noch an hier? Oder? Hallo, 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 hallo. Ja, auch hier ist jetzt, kannst du noch mal gucken? Batterie ist alle. Du kannst es ja trotzdem sagen, im Fernsehen kann man uns hören. Wo war ich stehen geblieben? Dass du mir eine Wette habe ich noch mit ihm. Ich habe gesagt, Trump ist der Gute und er hat gesagt, Trump ist der Böse. Und da geht es um 5 Reichsmark, Goldmark. Ja, können wir irgendwie mal wiederholen, dass die Wette hier, die haben wir aufgezeichnet. Als wir in, wo waren wir da? Weit weg waren wir da. Weit weg waren wir, da drüben irgendwo. Ja. Sollte der Mario uns zuschauen, viele, viele Grüße. Die Reaktionen haben es gezeigt. Es kommt an. Und vielleicht findet es auch noch in irgendeiner gedruckten Form einen Weg auf die Straßen zu den Leuten, die sich versammeln und sich darüber bereden, was hier los ist und wie es weitergeht. Toll. So. Joe M., das ist augenscheinlich Twitter, schreibt, das Rote Kreuz ist eine global industrialisierte Kinder- und Menschenhandelskartell. War grammatikalisch nicht richtig. Ein global industrialisiertes, hätte es heißen müssen, Kinder- und Menschenhandelskartell. Kann ich bestätigen. Habe ich schon geschrieben. Aber das sind doch die, die helfen. Ja, das ist über alle, die helfen, sind kriminell. UNHCR, so wie die heißen, ja, Flüchtlingshilfswerk. Die sind genauso Menschenhandel. Und die verkaufen das, was sie da schippern. Sind wir beim Thema? Wir hatten doch gezeigt, dass der Chef der Bundesärztekammer gesagt hat, Masken tragen, was hat er gesagt gehabt, was haben wir gerade vorgestellt? Diese Masken helfen nicht, das hat er gesagt. So, ich schaue jetzt nochmal nach, finde ich es noch? Weil es gibt eine Aussage vom Rotkreuzchef. Jetzt schauen wir hier nochmal, ob wir den... Ob wir das nochmal finden, wo war es denn? Sehe ich jetzt nicht, aber man kann ja zurückspulen, dann, wenn man sich die Sendung anschaut. Hier sehen wir dazu, auch eingestellt von Ärzte für Aufklärung, von denen haben wir heute schon was gezeigt, das waren die Kinder mit Masken mit den sorglosen Erwachsenen dazu. Rotkreuzchef, Masken auch zu Hause tragen. Und wir reden nicht vom Schlafzimmer. So,
So, wir blenden nochmal das ein. Österreich steht auf, 26.10. Nationalfeiertag, aber nicht wegen der Feierei, sondern Großkundgebung in Österreich, in Wien, bei der Ärztekammer, 12 bis 13 Uhr in Wien, in der Weiburgstraße, und ab 14 bis 17 Uhr Heldenplatz in Wien, da treffen sich die Helden. Was ist denn das? Was? 26. 26. ist in 4 Tagen. Also, Montag. Zum aktuellen Zeitpunkt. Freitag. So, die Frage ist, ob man dann überhaupt noch raus darf. Ja, wäre ja blöd, wenn es heißt, nur noch zum Einkaufen oder zum Arbeiten. Das mit dem Arbeiten verstehe ich auch nicht. Das ist doch gefährlich. So, wir zeigen nochmal. Ach nein, das ist älter. Ich hätte gerade noch so ein paar Corona-Maßnahmen gesehen. Was machen wir eigentlich nun zum Thema dieses Geldes? Es heißt ja, das Bargeld wird verschwunden. Russland erwägt ebenfalls die Einführung, in dem Fall des digitalen Rubels. Ja, ja, das Bargeld bleibt dabei. Ja. Achso, du, das ist nur eine Nebenerscheinung. In Russland wird immer Bargeld bleiben. Aber Rubel kann man empfehlen. Ja, sind wir jetzt Börsenmanager? Nee, ja. Uns geht das nichts an. Die wird gar nicht empfohlen. Gut. Ja, das mit dem Geld ist sowieso eine Geschichte. Es war ja auch Bestandteil deines Vortrages, Mangel als Steuerungsmittel oder Steuerungselement. Denn es geht gar nicht um das Geld als solches, sondern um das Knapphalten von allen möglichen Ressourcen. Das als interessanter Aspekt, wie man die Weltgeschicke halt so lenkt. So. Was haben wir denn noch Wichtiges? Jens Spahn, das ist das beste, das freieste Deutschland, das wir je hatten. Das gilt es zu verteidigen. Das hat er gesagt am 6. Oktober 2018. Soll ich mich blenden mal ein? Hier? Naja, ein bisschen, ne? Patriotismus. Na, woher soll er das wissen? Das stimmt. Der hat nie was anderes gesehen als die BRD und seine Bank. So. Halt, und die Villa jetzt neuerdings. Ja. Von Herrn Granell. Gut. Wir haben heute genug rumgealbert zum Thema Corona. Ich denke, das Entscheidende, was heute in der Sendung zu sehen war, war der Videoschnipsel, der uns zeigt, wie im Fernsehen mit dem Thema umgegangen wird. Ich schaue nochmal, ob ich es einblenden kann, wenn ich es so schnell nochmal finde. Na, sehe ich jetzt so schnell leider nicht nochmal. Dann also ebenfalls nochmal zurückspulen in der Sendung. Es ist uns heute ganz eindeutig erklärt worden, dass es also genügend Angst braucht, die dann dafür sorgt, dass möglichst alle den Maßnahmen folgen, die politisch vorgegeben sind. Da werden die Klickzahlen oder die Zuschauerzahlen bei RTL demnächst astronomisch in die Höhe schnellen. Ich glaube nicht. Das interessiert die Masse nicht. Die brauchen ihre Angst. Aber die machen seit Februar oder März jeden Tag von früh bis abends Angst. Denen wird etwas fehlen, wenn sie ihre Angst nicht kriegen. Na gut, dann würde ich sagen, verweisen wir nur noch darauf, dass, sagen wir, 21 Uhr oder vielleicht ein paar Minütchen später, da Jörn und ich heute nochmal live gehen auf deinem Kanal und uns einfach nochmal über die Aktualitäten in, sagen wir, etwas anderer Art und Weise austauschen. Für die Tageskorrektur war es das für heute. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen.
viel Freude beim Nachdenken, wie es weitergeht, denn so ein paar Zeilen von Mario Prass waren, denke ich, Anstoß genug für den einen oder anderen in dieser Formulierung, dass man etwas tun muss. Ja, wirklich. Wir müssen auch was tun. Jetzt machen wir erstmal Schluss. Ja. Wie spät ist es? Schon wieder eine Stunde. Kurz nach halb, Nikotinpause. Namaste. Schönen Abend, Dankeschön. Ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Post von Müller.